Was geht, Leute? Mein Name ist Enron Fox und heute spielen wir wieder VR, und zwar Operation Serpents. Ein Arcade-like Ego-Shooter mit, wie ich finde, einer ganz niedlichen Grafik. Nach dem Intro geht's los! So, willkommen bei Operation Serpents. Wie ich ja bereits gesagt habe, eine sehr niedliche Grafik. Ob man dieses Spiel ernst nehmen kann, das werden wir wahrscheinlich demnächst herausfinden. If your character height is not correct or you want to play seated, press anytime the Y button on the left controller to recenter your character height. Y button. Okay. Welcome, Rookie. I'm your assistant. Wer spricht da? Grab your gun to get started. Ich weiß nicht, wer da spricht, aber okay. Shoot the targets. Aha, fühlt sich schon mal sehr gut an. You reload by bringing your gun to the waist. Waste. Was ist nochmal die Waste? Ah, okay. Schlecht. Sehr schön. Also ich muss sagen, das fühlt sich schon mal echt gut an. Allein schon, dass die Index-Controller so schön integriert sind. Funktioniert flawless. Here we go. Ist es laut. Da wäre in Gunstock, glaube ich, gar nicht mehr so schlecht. Vielleicht probieren wir das mal aus. Ja, das müssen wir im Gunstock ausprobieren. Aber ob dann die Controller, weil das ja andere Controller sind, die Vive Vans und ich einig mit den Index-Controller. Ah, also ich theoretisch würde es wahrscheinlich gehen mit dem Gunstock. Aber für so ein Minispiel reicht auch, glaube ich, normale Controller. Obwohl halt schon geil ist, wenn das dann nicht so rumflackert, sondern dass man einen stabilen Halt hat. The flashbang and arm it with your other hand and then throw it away. What? Now you will get 10 seconds of bullet time. Nein! Nein! I don't get it. Bin jetzt tot? Können wir das bitte nochmal machen? Ach, das war, glaub, keine Granate, sondern sondern so eine Bullet Time. Ja, komm schon, das krieg mal hin. Oh, come on. Wie kann man nur so schlecht sein, Alex? Ja, Zielwasser. Try to blow up the grenade. So, aber jetzt richtig. Boom. Kaboom. Grab the med kit and activate it with your other hand. Feeling good, right? Total. You can carry pistols in your mouth. Take the gun and release it close to your mouth. Was? Warum? Take the gun and release it close to your mouth. Warum sollte ich sowas tun?
Was willst du von mir? Warum sollte ich es... Pack the gun and release it close to your mouth. Verstehe ich jetzt irgendwas falsch? Okay. Take the gun and release it close to your mouth. Ist es vielleicht eine Fehlübersetzung? In der Nähe von meinem Mund. Ach so. Let's try to climb on the ladder. Was? I'm the king of the world. Ja, toll. Training is over. Click the menu button on the left controller. Und wie komme ich dann hier drauf? Mit Schwung? Nö. Okay. Laufen geht auch nicht. Komisches Spiel. On the left controller. Let's start the game. Let's start the game. Hello. Al Cobra. Hello. I'm Captain Hello. Joe. Welcome to our team, Operation Serpents. This is one of our safe houses. Oh, fishies. Kann man laufen? We have a good lead on one of our high-value Ooh, targets. Girls. He is a lieutenant in the Snakes organization. Take a look outside. Do you see all the guards? Mhm. Die mich überhaupt nicht sehen, wie ich jetzt hier einfach so am Fenster stehe mit den ganzen Soldaten um mich herum. Load your sniper rifle and take them down. We want to flush out Al Cobra. In position. Oh, ich habe was gesehen. Hallo, Lady. Wäre der Gunstock echt nicht schlecht? Aber vielleicht braucht man Pistols, deswegen will ich jetzt mich nicht ablenken lassen. Das macht ihr mit Absicht. Oh, Katzenhaare. Irgendwo ist der Dude. Taucht bestimmt bald auf. Okay, okay, genug, genug. Wo ist er? Wo ist der Dude? Nein. Nein. Und der ist es auch nicht. Nein, der hat einen Schnauzbart. Der hat keinen Schnauzbart. Oder muss ich ihn erledigen? Sorry, Dude. Ob das richtig war. Oh, nachladen.
Na, ich glaube, wir probieren mal den Gunstock aus. Ja, but it's not over yet. Grab jetzt mit Pistole. Jo! Ach, ich brauche nur eine. Watch out! Headshot. Da ist doch keiner mehr. Da, oh, da unten, da unten. Enemy inbound. Headshot. Was willst du? Will ich nicht. Oh, das läuft, das läuft. Hostile down. We are under attack. Headshot. We're under attack. John Wick music. Getroffen. Ach, weg damit. Läuft. Fuck it. Kann ich das nehmen? Nein! Wow, that was intense. I think we gotta need more firepower. Grab your new rifle. In position. Take him. Headshot. We are under attack. Ja, in diesem Spiel, wie ich gerade selber merke, hat man nicht wirklich Zeit zum Reden. Ist viel Geballere. Viel Konzentration und mit wird heiß. Gibt's eine Menütaste? Ja, okay. Wir probieren es jetzt diesmal mit dem Gunstock aus. Ja, das würde gehen. Bis gleich. So, zurück im Spiel, wie ihr seht, Gunstock ready. Mit paar einfachen Einstellungen ist es möglich, wenn auch ein bisschen hakelig, die Waffe zu nehmen, ohne die andere Waffe zu greifen und schön ins Visier zu schauen. Ist im nicht gesynkt mit der Original Waffe in Anführungszeichen, aber so passt es. Und zwar kann man hier ins Menü gehen und hier den Winkel einstellen. Was aber für mich problematisch ist, was ich herausgefunden habe, nachladen. Man muss ja an die Hüfte halten. Einzigste Lösung ist dann die Hand zu wechseln und dann wieder. So.
Des Weiteren ist es ein bisschen hakelig, die Waffe festzuhalten, aber gut, daran müsste man sich nur gewöhnen. Und wenn wir schon dabei sind hier, gucken wir mal, was sie hier für eine Punktzahl bekommen. I hope you like the game so far. Na, geht. Ist okay. Gucken wir mal. Ja, und jetzt? Wo werden die Punkte gespeichert? Das ist nur zum Ausprobieren, glaube ich. Gucken wir mal, wie das... Nein. Wie das jetzt mit der Sniper dann ist. Ja, schon einfacher. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, wie man hier jetzt Punkte sammeln kann. Oh, kann ich das nehmen? Mach das mal auf hier. Mach das auf. Schon Website. To unlock this reward. Na, okay. Würde ich sagen, gehen wir zurück zum Level. Ja, da freut sich einer. Mächtig. Exit. Toll. Okay, Exit ist wohl der falsche Knopf dafür. Was mir außerdem aufgefallen ist, der Sound hat manchmal ein paar Artefakte. Knistern oder der Sound fühlt sich so an, als würde er in Slow Motion abfahren. Einzigster Fix für mich war dann die Anwendung neu zu starten. Nur mal so, falls das jemanden vielleicht auch auffällt. Okay. Aber wie kommen wir jetzt zum Spiel? Ich meine, ach so, wahrscheinlich muss man drauf schießen. Hello, I'm Captain Joe. Hallo, again. Operation Serpents. Ja, ja, ja. Ich weiß, ich weiß. Wo ist hier? Wo ist der A-Knopf? Wo ist der A-Knopf? Hat die Vive Vent überhaupt einen A-Knopf? Ein A-Knopf. Wo ist der A-Knopf? Habe ich einen A-Knopf gefunden? We have a good lead on one of our high value targets. He is a lieutenant in the Snakes organization. Los, lad nach. Nein. Nase juckt. Oh, dieses Nachladen. Ja, bisschen nervig ist das schon. Auch wenn es echt gut funktioniert. Oh shit! Nein! Das ist keine andere Möglichkeit nachzuladen. Oh, ärgerlich! Oh, und dann auch noch daneben. In your Eier! Gib mir lieber eine andere Waffe. In der Luft. Wir hoffen, dass jetzt gleich die nächste Waffe kommt. Und dann können wir das mit dem Gunstock richtig ausprobieren. Oh, ich bin kein Linkshänder. Gar nicht gut. Puh. Boah, mit links zu schießen ist echt nicht ohne.
settle down. Jetzt aber gut. Jetzt gib mir die gute Waffe. Komm, komm, das reicht jetzt. Gib mir jetzt die gute Waffe. Wow, that was intense. Wow. I think we're gonna need more firepower. Grab your new rifle. So. Guck mal, was es so kann. Einzelschutz ist ein bisschen genauer. Nein. I could use some help. Ich war eigentlich so hoch ballern, aber präzise ist was anderes. Aber so langsam hat man einen Dreh raus. Läuft doch. Wo sind meine Punkte? Ach, Horde Survival. Okay, das probieren wir mal. Horde Survival. Player Name. Gib mir einen Zeigefinger. Indexfinger. Ja, ich habe keinen Indexfinger. Geht's nicht mit dem Daumen? Nein. Oh shit. Nein! Oh! Okay, okay. Grab. Rope. Fox. Rope Fox. Passt, perfekt. Nein, keine Eins. Wow. Was haben wir hier für Waffen? Shorties. Nehmen wir mal die blaue. Ne, die ist nicht gut. Grab two guns to start the wave. Wir hatten ja die rote am Anfang. Nein. Mhm. Das heißt, die... Nein, die wollte ich eigentlich gar nicht. Ach, egal. Sound ist gut. Ah, hat er mich erwischt. Na, hätte ich vielleicht doch eine andere Waffe nehmen sollen. Und da ist der Offset ein bisschen zu arg manchmal. Okay, können wir uns... Ach so, da gehen immer Waffen weg. Okay, dann probieren wir einfach mal nach und nach welche aus. Ich würde jetzt einfach mal mit der einfachen Waffe. Wow. Hallo, Tracking.
So, nehmen wir die hier. Ja, okay. Und irgendeine Pistole. Nee, weg mit. Dachte ihr, die Kiste, das Fass können wir zum Explodieren bringen? Dem war nicht so. Ohrchen? Läuft. Okay. Nix Waffe. Versuchen jetzt mal Shorties. Ja, könnte auch gehen. Okay, los. Ohne zwei Schuss. Oh Gott! Geh weg! Shit! Komm schon! Letzte Wave. Was ist meine Punktzahl? 128 nur! Wie kommt ihr da auf 15.000 Punkte? Naja. Probieren wir die Waffe. Und dann kommen wir mal zu einem Fazit. Oh, die könnte mir gefallen. Hallo. Oh. Tracking! Alter, komm! Da oben! Oh, es reicht jetzt! Mir zu anstrengen. Und es dauert ja ewig, bis man... Ach. Abzuatmet. Boah, da kommt man richtig ins Schwitzen. Nicht nur von der Bewegung her, sondern von dem unhändlichen Handling mit dem Gunstock. Ja, ist wirklich so, Odin. Also Gunstock-tauglich ist es jein. Ich denke mal, da gibt es noch viele Möglichkeiten, das zu verbessern. Allein schon mit der Steuerung und... Aber ich glaube, dafür ist es gar nicht konzipiert, sondern einfach für den Normal-User mit zwei normalen Controllern das Gefühl zu haben, man würde eine Waffe tragen. Oh, da wird man richtig müde. Auf jeden Fall ein cooles Spiel. Hat auch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, mach mal schauen. Vielleicht spiele ich es nochmal, vielleicht auch nicht. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Euer Nightfox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.